Robert zum VSV, Jacon Stoma, Felo Springelsen und ja, er hat dort ein kurzes Training gemacht, bis jetzt. Und es sollte aber auch noch weitergehen. Im November ist dann Vorbereitungskurs Robert Eben vom VSV, wo er im Plan hat zum Mitfahren und ganz normal Quali wieder und hätte wieder die Chance, dann irgendwo ins Team der Dreie hier boxen. Und das wäre auch der Plan. So weit. Ja, ist fertig. Dann mache ich gleich weiter. Bei mir war es so, letzte Saison, aufgrund von gesundheitlichen Problemen, bin ich wieder angeschlagen gewesen und habe somit nicht die volle Leistung abrufen können. Die Auswirkung war schon, gewesen, dass ich darum den ÖSV-Kaderstatus mehr erlangt habe. Allerdings würde ich sagen, ist es nicht unbedingt negativ zum Sehen, denn ich bin jetzt da im Olympiazentrum, habe mich eigentlich den ganzen Sommer da vorbereitet. Am Anfang ist natürlich der Fokus gewesen, zuerst einmal gesund werden, wieder alles stabilisieren. Und das ist schon so ganz gut gelungen, ich muss echt auf Holz klopfen. Es hat bis heute geklappt. Ich habe das ganze Training so durchziehen können, wie es geplant war. Die Trainingsinhalte sind einmal ein kleiner anderer Werk, als wie es der ÖSV vorschlägt. Und zwar mehr auf Kraft, viel Athletiktraining auch. Und das hat auch seine Wirkung gezeigt. Also ich habe mich vor allem im Kraftbereich steigern können. Jetzt geht es auch daran, damit ich das Potenzial auch am Ski umsetzen kann. Ich habe dann auch immer wieder Ausdauer am Skiroller trainiert, dass ich das, was ich im Kraftraum aufbaue, auch wirklich mitnehmen kann. Betreut werde ich durch Antje Beukert und als All-In-Athletin stehen mir da viele Möglichkeiten offen und ich bin wirklich sehr froh um die Unterstützung. Jetzt im Oktober ist geplant, dass ich dann wieder einmal zu der ÖSV-Damen dazustoßen werde und auch das Training mitmache, damit ich dann auch wirklich alles auf den Ski bringen kann und damit ich dann fit bin für die Rennsaison. Bei mir war es so, gewesen, wir haben letztes Jahr die Sponsor mit dem ÖSV mittrainiert. Und mit mir der TV und hat eigentlich die ersten paar Monate alles super geklappt. Und ab Juli bin ich in Alfurt wieder krank gewesen und eben hat es einfach nicht mehr gepasst. Und so hat es eigentlich quasi über die ganze Saison durchgezogen. Und dann habe ich gewusst, dass nach der Saison, also irgendwie jetzt muss ich ändern, so kann ich das auch nicht mehr machen. Und vor allem das Problem ist, dass er einfach überall so lange angefahren haben müssen, weil alle eigentlich für, sagen wir, rund um Hochfilzen sind. Und ich eigentlich alle die einzige gewesen wäre, wo halt eine ganz lange Anreise gehört, alle ein paar Stunden. Und das hat sie dann einfach summiert und dann ist einfach auch vom Leistungsniveau her ist einfach nichts mehr weitergegangen. Und dann habe ich eine neue Saison schon gedacht, ja, das geht einfach, geht das nicht so oder geht nicht, ich muss da etwas ändern, dass da irgendwas weitergeht, weil die Jüngste bin ich auch nicht mehr. Und ewig, sage ich, probiere das auch nicht mehr. Und ja, und jetzt habe ich eigentlich viel mit dem Olympiazentrum zusammen, oder viel da trainiert. Und ich bin auch nachher am Arbeiten, zweimal in der Woche. Und das ist für mich, brauche ich das, dass irgendwas anderes nachher auf dem Kopf her. Dass ich vom Schiessen her einfach, geht es mir dann viel besser, wenn ich irgendwas anderes her, wo ich dann komplett abschalten muss. Und jetzt anders her. Und das habe ich letztes Jahr auch gemacht, wo ich im November mit dem ÖSV auf Trainingskurs war, zwei Wochen.
Und nachher Quali-Rennen hierher, dort haben halt einfach einen schmalen Zimmer geschossen, das ist ein Wahnsinn gewesen. Und dann nach dem Winter habe ich wieder mal 3 Wochen das Gewehr einfach nicht angegriffen, noch eine Wochenende hier, dort habe ich echt brutal gut geschossen. Und das hat mir einfach wieder gezogen, dass es bei mir einfach mehr beim Schiessen meistens ja, ins Negative geht, oder dass ich dann einfach auch nichts mehr treffe. Und darum habe ich eigentlich auch mehr auf das Athletische konzentriert jetzt auch. Ich wohne im Olympiazentrum. Und die Vorbereitung so weit ist eigentlich mehr oder weniger ohne größere Vorkommnisse oder auch ohne krank sein über die Bühne gegangen. Und ja, bisher hat alles ganz gut geklappt und sagen wir mal, ist schon mal alles im Plan. Und jetzt kommen ein paar harte, intensive Wochen, bevor es dann noch auf Schnee geht. Und im November werden wir dann wieder den ÖSV anschliessen, bei Schneekurs, je nachdem, wo der Schnee ist. Und dann sind eh schon wieder Quali-Rennen und bei uns geht es eh schon Ende November mit den Rennen internationalen wieder los. Ja, bei mir war die Vorbereitung eigentlich sehr gut. Aber als Marktkünder, was ich vorgehabt habe, war eigentlich hauptsächlich mit dem ÖSV unterwegs. Ich bin sehr viel in der Ramsau wieder und trainiere. Ansonsten waren wir 4 Kurse gesetzt, 2-mal im Süden, 2-mal waren wir in der Höhe, in Livigno. Einmal waren wir in Norwegen am Langlaufen. Das war sehr, sehr wichtig, denke ich mal. Gerade für Schneegefühl wieder. Und ja, jetzt nächste Woche geht es wieder für 3 Wochen in Ramsau, mal Gletscherkurs. Und dann Ende November, Ende Oktober werden wir weiter schauen Richtung Schnee irgendwo, je nachdem, wie die Lage ist. Und ja, danach ist es eh noch lang bis Saison anfangen hin. Gut, 2 Monate ist eh so weit mit dem ersten Weltcuprennen und ja, hoffentlich geht die Vorbereitung so weit und dann müsste es relativ gut aufschauen, denke ich mal, für die Saison. Die Saison war für mich mit einem neuen Aufgabengebiet ja, behaftet, also mit Jasmin und Ramona. Das erste Mal ein Schwerpunkt halt wieder in der Ausdauersportart. Hat mir natürlich extrem Spaß gemacht, wieder in dem Bereich auch mehr zu machen, aber auch die Erkenntnisse aus dem Athletischen und aus dem Kraftbereich dort mit einzubauen, wo ich ja in den letzten Jahren viel gemacht habe. Und habe mich also viel mit dem Training der Norweger beschäftigt, was im ÖSV so derzeit die vorherrschende Meinung ist. Ich habe versucht, viele gute Dinge dort rauszuziehen, aber auch auf die Individualität der Athleten mit einzugehen und auch versucht, eben die Schwächen oder die Situationen, die jetzt dort sind, eben ins Positive umzuwandeln. Also beide aus einer eher gesundheitlich angeschlagenen Situation heraus war die Aufgabe erstmal zu stabilisieren, soweit eben das System stabil zu schaffen, dass wir dann eben auch aufbauen. Also es ist sicherlich nicht zu sehen, dass diese Saison jetzt schon das ganz, ganz große Highlight unbedingt werden muss, aber dass man auch da auch noch weiter aufbauen muss. Jetzt haben wir es erstmal eben geschafft, beide körperlich so stabil herzubekommen, dass sie gesundheitlich voll leistbar sind. Und jetzt hoffe ich halt, dass man das auch noch weiter eben ausbauen können, dass die Leistungen auch im Schnee passen. Jasmin hat jetzt schon relativ viele Sommerwettkämpfe im Laufen gemacht, die zeigen, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg unterwegs sind, dass die athletische Form gut ist, dass sie einfach eben auch vom Körper sehr stabil ist. Ja, bei Ramona haben wir auch mit 1, 2 Wettkämpfen dort schon versucht, ein paar Akzente zu setzen. Soll jetzt halt einfach ein bisschen das Gefühl für den Winter auch bringen, dass die Belastbarkeit da ist. Und ja,
das, was ich bis jetzt machen konnte, bin ich extrem zufrieden, wie alles gelaufen ist. Die Pläne sind wirklich alle zu, kann man sagen, 100% umgesetzt worden. Und ja, war für mich eine sehr, sehr spannende und sehr interessante Zeit. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch noch einen guten Winter haben und dann auch nächstes Jahr wieder in der Hinsicht weitermachen können und dass es auch ein System ergibt, was im VSV für die Jungen aufbauen, für die nächsten Jahre weiter funktionieren kann. Ja, ich war maßgeblich für das athletische Training in der Gestaltung mit der Eva zusammen verantwortlich. Wir haben dieses Jahr extrem vielfältig gearbeitet, wie sie ja vorher am Anfang schon gesagt hat, dass sich die Eva auf einem sehr hohen Niveau, was die Athletik im Skisprungsport angeht, befindet. Wir haben das Ganze dieses Jahr ein bisschen mehr Richtung Skisprung gebracht. Also das heißt, wir haben schon im athletischen Bereich gearbeitet, aber eben auch geschaut, dass eine gesunde Symbiose ergibt, dann eben auf der Schanze. Das heißt, sie hat sicher mehr Zeit dieses Jahr auf der Schanze verbracht wie hier, was ihr sicherlich auch sehr gut getan hat. Also sie befindet sich in einem extrem guten Zustand und wichtig war eben für uns jetzt nochmal an Punkten zu arbeiten, die eben für den Skispringer auch wichtig sind. Gerade dieses koordinative, kognitive Wahrnehmungstraining, wie sie vorher schon erwähnt hat, eben schnelles Erkennen, Reagieren, Umsetzen von Aufgaben, von Informationen, die wir in unserem Training gestellt haben. Und ich denke, so wie sie jetzt gerade dasteht, körperlich, ist sie top vorbereitet für die Wintersaison und rennt, glaube ich, da schon richtig drauf, das Ganze nachher umzusetzen und präsentieren zu können. Dankeschön. Wir haben jetzt den Sommer resümiert. Jetzt blicken wir voraus in Richtung Winter. Was sind denn eure Erwartungen an diesen Winter, an diesen Saison, an euch selbst? Ja, für mich ist jetzt mal der erste Wettkampf noch im Oktober, Herbstsaison. Der erste Wettkampf, den ich wieder wirklich springe, das ist die österreichische Meisterschaft. Da ist für mich aber auch Standpunktbestimmung. Habe ich die Lücke zum Nationalteam ein bisschen schließen können oder nicht? Ja, und dann habe ich aber immer noch 2 Monate Zeit, bis der Weltcup anfängt. Und dann erhoffe ich mir einen Startplatz beim Weltcup-Start in Lillehammer. Und dass ich dort einfach wieder in Punkte springe. Also das ist das Ziel für die Saison, den Anschluss an die Weltspitze wieder zu finden und Weltcup-Punkte zu sammeln. Ja, ich hätte gerne den Dani kommen, weil ich mal gesehen habe. Also, der für mich auch das Weltcup-Zeller, der wird. Und hoffe, dass ich dort mal und hoffe. Ich will dort einfach wieder dabei sein. Weil, ja. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt bist du schon? Das zweite Mal sehe ich. Nein, mit 26 kann man schon. Der Melchior Gnose haben. Ja, das ist das Ziel. Ganz klar, dass das da wieder reinkommt. Ja, dann das ist für mich als Sitte. Also ja, das ist alles möglich. Also für den Winter erwarte ich eigentlich, dass ich erstens gesund bleibe, meine Leistung wirklich abrufen kann und mich gut fühle. Und in dem Zustand sind dann auch wirklich Leistungen möglich, die mich auch zu meinem Ziel anbringen. Und das ist zum einen Qualifikation, steht Anfang Dezember an für Europacup, Weltcup. Und dort möchte ich mich auf jeden Fall wieder qualifizieren, dass ich beim ÖSV-Team im Europacup dabei bin, dort auch wieder gut betreut. Ein großes Ziel ist eigentlich Top 10 im Europacup, also das
es hat wirklich Sinn und durch solche Ergebnisse möchte ich mir dann auch den einen oder anderen Weltcup-Start ermöglichen. Eine Chance gäbe es natürlich, das ist im Jänner in Seefeld, wo im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2019 ist jetzt im Vorfeld ein Skilanglauf-Weltcup. Und dort ein Debüt, das wäre wirklich ein Traum. Und dort schaffe ich mir jetzt alle und ich bin wirklich schon gespannt auf den Dezember. Und alles andere wird sich dann ergeben, wie weit dass ich komme, wie weit dass ich zur Weltspitze aufschließen kann. Für mich ist im Vordergrund, dass ich bei den Quali-Rennen einfach fit bin, dass ich gute Rennen habe, dass man gleich am Anfang schon das ganze Rädchen quasi vom ÖSV wieder reinkommt. Und dass ich mal am Anfang fix im Europacup einfach einen fixen Platz habe. Und da wäre 10. Platz ist bisher das beste Ergebnis für mich im EBU-Cup. Und das möchte ich auf jeden Fall verbessern. Oder, ja. Das herkriegen. Für mich ist eigentlich der Hauptfokus jetzt einfach auf Anfang der Saison, dass ich da reinkomme, dass ich mal nicht lang und wieder mal einen guten Start habe in der Saison. Und ja, dass man einfach die Saison voll durchziehen kann. Bei mir, ja, wir sind ein paar Highlights in jeder Saison. Ziel ist sicher Olympia, dass ich da dabei bin. Jetzt mal, wenn ich eine normale Saison habe, geht es sich hoffentlich aus. Ansonsten natürlich, wie die Jasmin schon gesagt hat, haben wir einen Heimweltcup in Seefeld das erste Mal. Seit langem wieder in Österreich. Da war es natürlich auch ein großes Ziel zum guten Ziel. Ja, ansonsten bei den einzelnen Weltcup-Ergebnissen halt, oder Rennen so oft wie möglich, vor allem im Sprint qualifizieren für das Viertelfinale. Und dann sind für sicher endlich mal das Halbfinale rauszuschauen, wo es noch in Richtung Top 10 geht. Ja, Tour de Ski ist auch wieder, wo immer ein kleiner Highlight ist. Und nach Olympia ist ein persönliches Highlight von mir, weil da ist der Wasserlauf, wo ich das erste Mal laufen will. Da habe ich aber einen ziemlich großen Bezug zu meinem Papa. Und ja, auf das freue ich mich schon. Auch Tommy? Ja, der ist schon dabei. Aber also, muss auch nochmal nicht machen. Was? Lauf nur. Lauf nur mal. Er betreut mich, er wird danach Wasserlauf laufen.